Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von Project Unstable 4. Anscheinend hatten Leute wieder Langeweile und haben beschlossen, meine komplette Base umzudekorieren. Halloween-Zeug. Ich sag mal so, ich find's schön und es ist alles lustig und so weiter. Das Problem ist immer, dass das wieder aufräumen ist nervig am Ende. Egal. So, das Ding mal weg, weil sonst kann ich mich hier nicht mehr herpoppen. Ich stell's mal hier hin. Ja. Also ich würde sagen, machen wir Folgendes. Wenn ihr Ideen habt, was ich vielleicht bei Flip und Isa bauen könnte, um ihnen auch mal ein bisschen was zu hinterlassen, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten überlege ich mir auch noch was selber. Warum ist hier Stein drin? Warum ist er kaputt? Ist der kaputt? Ach Mensch, Leute. Warum tun Leute sowas? Warum? Also hier unten geht's übrigens noch weiter, ne? Wir haben viel zu viel Freizeit und Langeweile. Das Minecraft mache ich weg, weil es durchsichtig ist und die ganze Zeit sichtbar. Wie viel Langeweile muss man denn haben? Oh Gott. Nächste Frage, warum ist hier ein Tintenfisch gestorben? Also, ich weiß nicht. Ein bisschen viel ist es ja schon, ne? Och Mann. Schrecklich. Na gut. Egal. Weißt du, eigentlich Halloween verbinde ich mit Süßes oder Saures. Sie haben mich aber nicht gefragt, Süßes oder Saures. Sie haben einfach gesagt, ach Mann. Ich muss es dann alles irgendwann wieder aufräumen. Oh nö. Ach, egal. So, okay. Wir ignorieren jetzt einfach mal, dass es da ist. So gut, wie es irgendwie möglich ist. Und kümmern uns mal heute darum, dass wir ein wenig was automatisieren. Und zwar, mein Auge juckt. Moment, kann gar nicht gucken. Okay. Ist auch noch meine Nase so halb zu. Ich irgendwie, keine Ahnung. Jetzt werde ich in 3 Sekunden komplett krank anscheinend. Was wollte ich? Achso, genau. Und zwar haben wir für dieses Advanced Inventory Panel brauchen wir Dew of the Void. Problem ist, haben wir nicht. Sache ist, möchte ich gerne haben. Also. Es tut mir leid. Oh, ich muss gerade gehen. Gott. Das kommt aber nicht davon, weil es jetzt zu spät ist und ich müde bin, sondern es kommt davon, weil ich die Nacht so wenig Schlaf hatte und extrem müde bin. Okay, gut. Genau. Und Dew of the Void machen wir ja wie folgt. Das haben wir ja schon mehrmals gemacht. Dew of the Void. Aus Gains of the End und Gains of Pete's Dingens da. Und ich möchte heute mal probieren, denn das Problem ist nämlich, wir brauchen noch Gains of the End und dafür brauchen wir einen Vibrant Crystal mit einer Soul Wire.
Und meine Idee war jetzt, ob wir es automatisieren können. Den Zollbauern, der Spiner. Kann ich eigentlich noch einen zweiten machen? Nur mal so nebenbei, dass ich einen manuellen habe und einen automatisierten. Das wäre unglaublich super. Na, gucke mal. So. Automatisieren wir den nämlich mal auch mit hier hinter. Beim Zombie. Der woher auch immer hier kommt. Ich denke, er kommt von da oben. Ich kann es mir nicht anders erklären. Okay. Moment, mal so. Muss mal kurz. Ups. Achso, ich habe übrigens das Lustige so rausgefunden. Man kann den Bogen ja hier haben, spannen und hier drüber schießen. Ne? Über rechts. Und kann dann praktisch links schlagen, rechts die ganze Zeit so spammen. Ich habe mich selbst getroffen, faszinierend. Und mit Shift rechts, die kann ich mich sogar teleporten. Es ist interessant, diese Kombination. Okay. Zurück zum eigentlichen. Ich brauche Kabel. Ich brauche Interface. Ich brauche Tank. Okay. Ich brauche Ender Tank. Ender Tank. Achso. Dafür müssten wir einen Export festlegen. In-out ist doof. Ich möchte gerne hier nur Pull haben. Wo willst du denn hin? Okay. Der Obelisk ist doch jetzt schön. Warum haben wir nicht so viele Zombies? Der Obelisk macht es gerade ein bisschen doof. Ernsthaft. Was geht hier hinten ab? Okay, sie machen Party. Wie kriegen wir jetzt... Ich möchte nicht unbedingt einen Tank draufsetzen, weil das ist doof. Ich habe keine Ahnung. Fällt nicht ein, wie ich das schön machen kann. Das ist auch interessant. Ich kann mit dem Ding hier... Rechtsklick machen, aber es passiert nichts. Nein. Okay. Interessant. Okay. Gut. Stellen wir es erstmal woanders hin, würde ich sagen. Ne? Machen wir es mal hier hin. Nehmen wir hier die Kiste weg. Okay. Dann die Ender Tank, der Ender Tank, der Ender. Nicht Ender Tank, ist egal. So. Diamant haben wir. Und dann lass ich jetzt einfach weiß, oder? Ich möchte gerne. Habe ich Blumen? Wie ging das nochmal? Ging das Adflower? Moment. Dollarzeichen. Geht das hier auch? Nein, okay, schade. Okay, gucken wir mal ganz kurz so durch. Dann ein paar Orangen, nehmen wir doch die. Okay, brauchen noch einen zweiten Tank. Tank. So. 1, 2, 3. Haben wir irgendwas drin? Rocket Fuel. Verdammt, okay. Red. Keine roten Blumen mehr. Nein, okay. Nehmen wir die da.
Manchmal klickt er nicht. So. Okay, natürlich habe ich jetzt genau Nutrient Distillation erwischt. Okay, Anti. Okay, das heißt, wir brauchen das Ding. Nochmal zwei rote. Eins, zwei. So. Eins. Na, zwei. Und dir. Da musst du hoffentlich bald mal geschafft hier. So. Dir drauf. Das Ding kann man mitnehmen. Und dann sagen wir ihm hier. Push. Push. Cool. 0,2k, 0,2k. Warum ist da überall 0,2k drin? Es sind noch unterschiedliche. Moment. Cool. Empty. Empty. Warum sind die beiden gleich, obwohl sie unterschiedlich sind? What? Nee, wartet. Hä? Ich baue den mal ganz kurz ab und setze ihn nochmal hin. Okay. Es mobbt mich. Das ist natürlich Wasser. Wir haben natürlich alles schon irgendwie definiert. Ach, Mann. Ich würde gerne mit zwei Farben hantieren, weil ich nicht so viel brauche. Aber natürlich ist das Lava. Hab ich irgendwas nicht definiert? Alles rot. Okay. Echt schon wieder super. Mensch, ich will doch einfach nur, dass es funktioniert. So. Okay. Okay, haben wir jetzt XP. Wenn ich das jetzt hier hochleite, sollte es hoffentlich gehen. Push. Okay, besser. Manchmal einen Anfall. Okay. Bauen wir es einfach mal hier direkt an die Seite hin. So. Und jetzt die Frage. Pull. Nope. Erstmal, wir können auch erstmal gucken, ob wir einfach eine Fluid Conduit dran packen können. Das erzählt ja eigentlich schon einiges. Conduit. Pressurized. Können wir? Okay, dann sollte es gehen. Nee, nicht. Ach, Insert. Okay. Dann haben wir hier den Tank. Extract, always active. Okay, jetzt haben wir hier Flüssig-XP drin. Wunderbar. Hier brauchen wir noch Strom. Was ich wieder mal nicht bedacht habe. Weshalb wir jetzt den kompletten Mist nochmal auf die andere Seite bauen. Einfach nur, damit wir an Strom einfacher rankommen. Wobei, einfach. Einfach gesagt. Bauen wir es so rum. Ist auch egal. Jetzt einfach nur, dass es so gut wie möglich ist und das reicht dann erstmal. Ich will es nur automatisiert haben, damit ich das Ding nutzen kann. Mehr will ich nicht. So, sollte Strom bekommen. Wunderbar.
Okay. Interface haben wir eins. Hier dran. Push. Cable dran. Okay, wunderbar. Gut. Jetzt die Frage. So, wenn ich jetzt eine Sawile mit einem Enderman mache. Sawile. Oder gleich mal zwei. Ist ja egal. Der Hira. Sollte es ja eigentlich hoffentlich funktionieren. Achso, ich brauche noch die anderen Rezepte für die Vibrant und so weiter. Do the Void. Also wir brauchen einmal das da. Und wir brauchen einmal das da. Achso. So. Okay. Das kann gleich mal hier mit rein. So. Okay. Pulsating Crystal wird zu oder digitiert zu hallo? Jetzt. Grains of Pizza. Okay, und das kommt in das Ding mit rein. Okay. Und dann brauchen wir noch den Ender Crystal. Den Vibrant Crystal erstmal. Für den brauchen wir erstmal noch Vibrant Alloy. Okay. Nur schnell Vibrant Alloy. Und dann haben wir hier soweit alles, glaube ich, fertig, ne? Brauchen wir sonst noch was? So. Wo gehe ich denn hin? Da muss ich hin. So. Okay. Vibrant Crystal. Vibrant Crystal will nicht. Vibrant. Ach, verdammt. Ich hab wieder verkackt. Das Problem ist, immer wenn ich mich wenn ich einen Server neu starte, was ich vorhin gemacht hatte, um mal zu gucken, woher der ganze Lag kommt. Der Lag kommt zu 99% von Entities. Egal. Also von normalen Entities, keine Teil-Entities. Ja. Und das ME-System muss ich dann nochmal neu oben verbinden, den Storage-Bus. Damit er das Inventar erkennt. Was natürlich ungünstig ist. So, das Ding plus das Ding macht. Falsch. Falsch. Richtig. Es funktioniert. Okay, man kann es autocraften. Das heißt, wir können die kompletten Soulbinder-Rezepte autocraften mäßig machen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das soll jetzt gleich... Wunderbar. Wie hieß das Ding? Ender Crystal. Einmal das Ding und ich packe mal mit rein, dass ich auch die Soulwire wieder kriege, dass er sie mit einplanen kann. Vermutlich werde ich sie nochmal, irgendwann wegnehmen. Soulbinder. Okay, das gefällt mir nicht, warte mal. Dass hier die Dingens angezeigt wird, gefällt mir überhaupt nicht.
Na, so. So, das ist schöner. Ich habe lieber das angezeigt. Einfach nur, wenn ich weiß, worum es geht. Und dann können wir sagen, Ender Crystal wird zu. Huch. Games of the End. Alles klar, das brauchen wir auch noch weg. Und dann haben wir das soweit fertig. Also wir können Grains autocraften. Das Problem ist halt nur, wir können im ME-System keine Flüssigkeit abfragen. Daran habe ich nicht gedacht. Och nö. Haben wir irgendwas, womit wir leicht Flüssigkeit abfragen können? Nee, nicht so leicht. Okay. Dann machen wir es halt erstmal manuell. Okay, egal. Hatte. Hallo? Ich würde halt gerne den Wert hier automatisieren, aber wahrscheinlich wird da nichts draus. Das Maximal, was wir halt machen können, sind noch Nutrient Distillation rein, aber nee. Nicht mal das lohnt sich ja unbedingt. So, das können wir alles hier weg. Bucket. Okay. Dann crafte ich einen neuen. Ich weiß nicht, wo meine ganzen Eimer immer hin sind. Ich hatte doch genügend Eimer. Egal. Oh, übrigens, es gab eine neue Thawncraft-Version. Kann ja mal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt nochmal neu ist. Es scheint, als, also, wie er es geschrieben hat. Ich kann ja einfach mal vorlesen. Moment. Da war es irgendwo. Huch, nein, komm zurück. Wo ist hin? Und zwar stand im Changelog: Aura. And this is no longer separated into aspects. This now represents raw magical energy. Also es gibt nicht mehr einen Unterschied zwischen Aura und Viz, was es jetzt in der 1.8 beispielsweise gab, in der 1.8-Version von Thawncraft. Sondern es gibt jetzt nur noch Viz und das Viz repräsentiert einfach nur ja, die Energie in der Luft. Also praktisch, da hat man. Man hatte ja in der 1.8, wer es gespielt hat. Beim Thaumonomicon hatte man hier praktisch so ein Aura-Display, was dann die verschiedenen Elemente angezeigt hat. Also praktisch Terra, Aqua und Ignis und ja, ist egal. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es gibt jetzt nur noch eine Anzeige und die ist pink. Und die steht halt dafür. Ja, wie viel Energie in der Luft ist. Target das noch. Achso, ich muss das nochmal targeten. Hallo? So, target mal einmal. Target Z. Wunderbar. Okay, dann können wir nämlich hier drüber nochmal ein bisschen bestimmte Dinge auch in der ganzen Welt abfragen, vielleicht. Anstelle des Problems, was wir ja jetzt hatten. Mit unserem ME-Terminal, weil es ja nicht überall geht. Okay, ja, also das war neu und es gibt einen Haufen coole neue Animationen für Thaumonomicon. Also für, nicht für Thaumonomicon, fürs Researchen. Was auch irgendwie komplett neu ist. Ich weiß gar nicht, hat er hier irgendwas dazu geschrieben?
Research. Scanning is now much more integral to research. Also man muss jetzt für viele Dinge muss man jetzt scannen, um sie zu entdecken. Naja, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, vom Monocon ist noch nicht drin, man kann noch nicht viel machen. Ja. Hauptsächlich ist jetzt ein bisschen Virgin für die Ärzte schon drin. Aber das war's. Naja, gut. Irgendwie war die Folge wieder nicht so produktiv, ne? Wir haben jetzt 25 Minuten nicht viel gemacht. Ich habe jetzt irgendwas noch gequatscht am Ende. Naja, gut. Also wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, ansonsten lasse ich mir noch was einfallen. Kann ruhig ein bisschen gemeiner sein. Nicht gemein gemein, sondern im Sinne von lustig gemein, ne? Ja. Ich lasse euch da mal ein bisschen Ideenfreiheit und überlege mir nochmal meinen Teil und dann machen wir, dass wir vielleicht bis Montag das dann fertig haben. Das Montag, sollen sie Montag auf den Server gehen, dass sie dann ein bisschen halloweenös überrascht wurden von uns. Oder gruselig. Es muss im Endeffekt einfach nur gruselig sein oder so. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas, was Sounds macht? Nö. Wir können natürlich so eine Mühle aufbauen, die ganze Zeit kreischt oder so. Aber naja, mal schauen. Mal gucken. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Ich denke nach, ihr könnt auch eure Ideen, falls ihr welche abliefern. Und dann vielleicht setzen wir uns da mal ab nächster Folge ran, dass wir da ein bisschen was hinkriegen. Sag mal. So. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, auch wenn es nicht ganz so toll war. Wir haben nicht viel gemacht. Wir haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass wir Ender Crystal machen können, was saugenial ist, bis auf die Tatsache, dass wir noch keine Survival kriegen. Wobei wir das relativ einfach theoretisch noch automatisieren könnten, indem wir hier ein Interface dran packen mit einer Survival. Aber dafür möchte ich gerne noch ein bisschen was umbauen dann, sodass wir wirklich die ganzen Spawner nutzen können. Und alle Spawner uns dann praktisch Soulwiles mit den entsprechenden Dingern geben. So. Dann können wir einfach jetzt hier sagen: Ender Crystal, go! Dann soll es nicht mal unbedingt lange dauern. Und dann sollten wir da Ender Crystal haben. Wunderbar. Okay. Ja, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Das heißt, ich kann mir alle möglichen Soulbinder-Rezepte automatisieren. Das ist ja wunderbar. Ich meine, die Pressure Plates bringen zwar nicht ganz so viel, aber zum Beispiel Ender Resonator machen. Also Slice and Spice muss ich mir noch machen. Den Slice and Spice brauchen wir definitiv noch. Also im Endeffekt brauche ich Hexen in Soulwiles, ich brauche Enderman in Soulwiles und der Rest ist egal. Vielleicht noch Zombies. Damit wir hier den Franken-Zombie noch machen können. Wobei wir den eigentlich nur für einen Killer-Joe brauchen. Naja, dann brauchen wir es auch nicht automatisieren. Okay, also dass wir uns die anderen beiden automatisieren. Na gut, egal. Ich habe schon wieder viel zu viel gesprochen. Hier ist noch ein Enderman. Auf Crack. Holy shit. So, okay. Auf Wiedersehen. Ciao, noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich nochmal irgendwas Produktives machen, im Sinne von die Rache wird mein sein. Ciao.